Der Luftkurort Oberhof im Thüringer Wald ist zu jeder Jahreszeit ein lohnendes Ziel für Erholungssuchende. Bereits im 19. Jahrhundert zogen vor allem die Ruhe, saubere Luft und die einzigartige Landschaft erste Feriengäste nach Oberhof. Heute verfügt der bekannte Wintersportort über 3500 Gästebetten in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Wer sich aktiv erholen oder einfach mal abschalten will, ist hier genau richtig. Ein Paradies für Langläufer ist der Rennsteig. Über 160 Kilometer gespurte Loipen und Natur pur lassen die Herzen der Skifahrer höher schlagen. Für alle Fans des alpinen Skisports ist der Skihang Fallbachlift genau das Richtige. Die 800 Meter lange Piste garantiert rasante Abfahrten auf sicherem Gelände. Eine Beschneiungs- und Flutlichtanlage garantiert optimale Bedingungen für Skifahrer und Snowboarder. Der Fallbachlift führt über die Rennschlitten- und Bobbahn und bietet damit ein interessantes Panorama. Snowtubing ist der neue Freizeitspaß für die ganze Familie. Auf Gummireifen rutscht man die 250 Meter lange Bahn hinunter. Anfänger können in der Skischule vor Ort grundlegende Fähigkeiten erlernen und verbessern. Die kleinere Piste neben der Tubing-Strecke ist als leicht eingestuft und wird vor allem von Familien mit Kindern, Einsteigern und Snowboardern genutzt. Ein Schlitten- und Tubing-Lift bringt jeden wieder schnell nach oben. Schlitten, Skier und Tubing-Reifen können direkt am Lift ausgeliehen werden. Wer nach so einem aufregenden Tag noch mehr will von Schnee und Eis, kann die zauberhafte Winterlandschaft auch hervorragend mit dem Pferdeschlitten erkunden. Ein Highlight für Abenteuerlustige ist die Schneeschuhwanderung durch den Thüringer Wald. Unter fachmännischer Aufsicht wird die Ausrüstung angelegt und dann geht es los. Abseits der Skipisten und Loipen erlebt man die verschneite Winterlandschaft von ihrer romantischen Seite. Sobald es dunkel wird, werden Fackeln verteilt, die zusätzlich für ein unvergessliches Feeling sorgen. Internationale und nationale Wettkämpfe haben Oberhofs Ruf als Wintersportzentrum geprägt. Einmal im Jahr verwandelt sich Oberhof mit seinem Biathlonstadion sowie der Rennschlitten- und Bobbahn in die angesagteste Wintersportmetropole Deutschlands. Viele Fans des Wintersports treffen sich an diesen Tagen in Oberhof und feiern den Erfolg der Sportler. Katrin Appel! Andrea Henkel und Silke Krauser. Außerhalb der Wettkampftage ist die Rennschlittenbahn auch für Gäste erlebbar. Wie professionelle Sportler kann man hier im Gästebob oder im speziell konstruierten Raftingboot durch den Eiskanal fahren. Ein besonderes Erlebnis ist das Biathlon-Schießen für Gäste. In der Schießhalle kann man auch als Laie das Zielen mit einem Original-Biathlon-Gewehr auf die 50 Meter entfernten Scheiben trainieren. Auch im Frühjahr, Sommer oder Herbst können Sie Oberhof als einen vielseitigen und familienfreundlichen Urlaubsort genießen. Der bekannte Thüringer Rennsteig lockt viele Radfahrer und Wanderurlauber in diese einzigartige Natur. Im Rennsteiggarten rund um den Pfanntalskopf können Besucher die Gebirgsflora genauer kennenlernen. Auf einer Fläche von 7 Hektar führen befestigte Wanderpfade durch die gesamte Anlage. Über einen stufenlosen Serpentinenweg erreicht man den 868 Meter hohen Aussichtspunkt. An vielen Stellen geben Infopunkte Auskunft über geologische Funde der Region, einheimische Tierarten und die Geschichte des Rennsteigs.
Im ganzen Rennsteiggarten gedeihen ca. 4000 verschiedene Pflanzenarten aus den Gebirgen Europas, Asiens, Amerikas, Neuseelands und aus der arktischen Region. Hier in der Kammlage des Thüringer Waldes finden diese Gebirgspflanzen die richtigen klimatischen Bedingungen, um ihre Blütenpracht zu entfalten. Im Exotarium Oberhof kann man in die faszinierende Welt der Reptilien, Amphibien, Insekten und Fische eintauchen. Über 80 Arten von exotischen Tieren leben hier in eindrucksvoll gestalteten Terrarien. Auf der 1200 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche befindet sich zusätzlich eine große Aquarienanlage mit Fischen aus 5 Kontinenten. Ein besonderes Highlight ist die wöchentliche Schlangenfütterung. Bei verschiedenen Veranstaltungen rund ums aktive Erholen haben nicht nur die kleinen Besucher ihren Spaß. Im Kurpark von Oberhof finden regelmäßig Kinderfeste, Konzerte und Aufführungen statt. Auch das Team des ARD-Buffets hat Oberhof als Wander- und Erlebnisziel entdeckt. Gemeinsam bereiten sich die Teilnehmer der Nordic Walking Tour bei einem Warm-up auf den Start vor. Frei nach dem Motto Bewegung hält fit werden 15 Kilometer in Angriff genommen. Bekanntester Wanderweg in Oberhof ist der berühmte Rennsteig. Auf 168 Kilometern kann man hier Natur pur genießen. Nach einer geführten Wandertour in die Umgebung Oberhofs findet man viele Möglichkeiten zum Rasten. Typische Thüringer Spezialitäten und kulturelle Leckerbissen gibt es zu entdecken. Betrachten Sie Oberhof mal aus einer ganz anderen Perspektive, und zwar von oben. Im Hochseilgarten Woodjump können Sie Ihre eigenen Grenzen entdecken und überwinden. Erfahrene Trainer stehen Ihnen zur Seite, wenn Sie sich Schritt für Schritt in die Höhe wagen. Ausgestattet mit dem nötigen Sicherheitsequipment können Sie in 10 bis 14 Metern Höhe verschiedene Hochseilstationen bewältigen. Spaß und Teamwork stehen hier im Vordergrund. Neben vielen Attraktionen hat sich Oberhof seine Traditionen und seinen Charme bewahrt. Das Thüringer Kunsthandwerk wird gepflegt und so findet man handgemachte Holzschnitzereien, die mit viel Liebe zum Detail gefertigt werden. In der Glasstube Oberhof können Sie das klassische Glasbläserhandwerk bewundern. Während einer der täglichen Vorführungen werden Sie sehen, wie sich einfache, farblose Glasstäbe in den Händen der Glasbläser zu farbenfrohen Kunstwerken entwickeln. Dekorativer Baumschmuck und bunte Glasmühlen sind nur einige der bezaubernden Stücke. Die Schauwerkstatt für Wachskunst vom Rennsteig bietet eine Vielzahl von schönen Kerzen und Geschenkideen aus Wachs für jeden Anlass. Auch hier wird ein Großteil der Stücke noch von Hand gefertigt und anschließend kunstvoll verziert. Wer sich für die Geschichte des Wintersports in Oberhof interessiert, der sollte unbedingt die Wintersportausstellung besuchen. Den Größen des Wintersports von damals und heute begegnet man in der Hall of Fame. Auf den Spuren von Frank Ulrich und Walter Trott kann man hier die Sportausrüstungen und Medaillen der Sieger bestaunen. Die über 2000 Exponate der Ausstellung zeugen von einem faszinierenden Jahrhundert Wintersportgeschichte.
Im Rahmen der Thüringenwoche sendete das bekannte Mittagsmagazin im Ersten live aus Oberhof. Viele Urlauber und Einheimische verfolgten die Sendung des ARD-Buffets auf der großen Showbühne im Kurpark. Über prominente Gäste aus Musik und Sport konnten sich die zahlreichen Besucher freuen. An verschiedenen Ständen sorgten Gastronomen für das leibliche Wohl. Mit einem frisch gezapften Bier oder einer Thüringer Bratwurst vom Grill konnte man es sich gut gehen lassen und das Geschehen auf der Bühne verfolgen. Zum Sommer-Grand Prix im Skispringen treffen sich Athleten und Sportbegeisterte am Kranzlersgrund. Die Weltbesten im Skispringen kämpfen hier um den Titel. Mit guter Laune trotzt das Publikum jedem Wetter. Hier erleben sie Spitzensportler auf Augenhöhe in einem spannenden Wettkampf. Meine Herren, Sebastian Corallo. Jawohl, zum Abschluss des Tages heizen die Künstler der MDR-Hitparade den Gästen im Kurpark von Oberhof ordentlich ein. Gunter Gabriel, Ute Freudenberg, Olaf Berger und Petra Zieger begeistern das Publikum mit neuen und alten Hits. Ein buntes und attraktives Programm mit Konzerten und großen Sportevents finden Sie in Oberhof zu jeder Jahreszeit. Hier können Sie täglich etwas Neues entdecken und den Urlaub mit der ganzen Familie genießen. Ob Abenteuer- und Erlebnistouren oder Entspannung pur. Oberhof hat für jeden etwas zu bieten. Besuchen Sie die Stadt im Herzen des Thüringer Waldes. Erleben Sie Oberhof.